Ja, das war meine erste Autogrammkarte beim SV Kapfenberg. Das ist als junger Spieler immer was Besonderes, wenn man auf einmal eine Autogrammkarte von sich selber hat. Die hat man immer selber gesammelt und dann auf einmal gibt es selber einfach auch eine. Naja, Frisur, ausbaufähig, mittlerweile ein berühmtes Dach. Vielleicht kennt das noch jemand. Dann das erste Spiel für den GAK gegen Schwarz-Weiß Bregenz. Wie gesagt, gleich sehr erfolgreich. Nummer 24. Ja, das war wahrscheinlich das erste Tor. Mein erstes Bundesliga-Tor. Gleich im Derby Sieg gegen Sturm Graz. Das war natürlich auch extrem was Besonderes. Und hat mich natürlich gefreut, auch ein Tor zu erzielen in der Bundesliga. Ja, wie schon vorher angesprochen, die rote Karte, die kann man nicht erinnern, da gehen wir gleich weiter. Ja, und das war, ich glaube, das letzte Spiel gegen Ried. Ja. Sehr trauriger Moment, der GAK hat einen Zwangsabstieg durchführen müssen in die Regionalliga. Und das war auch mein letztes Spiel für den GAK. Ja, das war die A-Team-Einberufungen in den damals unter Trainer Josef Hickersberger. Hat mich natürlich sehr gefreut, da war ich ziemlich jung und habe natürlich auch mit vielen großartigen Spielern zusammen trainieren dürfen. Auch zum Spiel hat es leider nicht gereicht, aber trotzdem die Zeit würde ich auch nie missen wollen. Ja, und dann im Dress von Sturm Graz haben wir gegen Kärnten wahrscheinlich gewonnen, weil ich jubel. ja, war die erste Saison, habe ich die Hälfte der Spiele gemacht und dann eigentlich alle Spiele bestritten. War großartig, natürlich mit dem Abschluss. Den Cup-Sieg, da hat der Hase gerade den Cup-Bottich nach oben. War wirklich wunderschön, auch die Zeit danach, die ein, zwei Tage, kann ich nicht mehr an alles erinnern, aber war anscheinend voll cool. Ja, genau, da ist die Feier. Jetzt kann ich mich wieder ein bisschen erinnern. Ja, wenn man seinen ersten aktiven Titel halt holt, bei den Roten war ich bei der Meisterfeier dabei, aber da habe ich halt kein Spiel bestritten. Ja, da haben wir schon in Graz die Nacht zum Tag gemacht. Ja, und dann war der Wechsel zu Rapid. Damals mit den Neuzugängen Saura, Nuhio und Hinum. Wo ich jetzt da mit Nuhio und Hinum noch immer guten Kontakt habe. Es war wirklich eine tolle Zeit. Ja, Your Nightmare Returns. Ein wunderschönes Plakat von den unglaublichen Rapid-Fans. Und ein tolles Spiel damals mit einem Tor von mir. Und Raimund Hedl habe ich auch zu einer Elferparade gezwungen. Auch sehr, sehr cool. Ja, da ist der Jubel. Ja, ist auch ausbaufähig. Jubeln ist nicht so. Da habe ich noch Potenzial. Ja, und dann bei Rapid eben, wie gesagt, Vizekapitän gewesen und sehr, sehr oft auch die Block-West-Schleife getragen, was mich auch immer sehr, sehr stolz gemacht hat, wenn man als Rapid-Kapitän aufläuft. Ja, die legendären Andi Marek Weihnachtsshows. Ja, ich glaube, da haben wir Skifahren gesungen das erste Mal. Da habe ich immer nur gehört in der Steiermark, wie das unglaublich ist, diese Weihnachtsfeiern bei Rapid. Und das waren auch wirklich unglaubliche Weihnachtsfeiern mit allen Fans. Und ja, gesangstechnisch bin ich auch eher unter der Durchschnitt. Vespa-Fahrer bin ich mittlerweile wieder. Hat Rapid mit der Zweiradbörse, war das damals, glaube ich, Rapid-Vespas kreiert. Ja, und dann bin ich eine kurze Zeit natürlich auch mit einer Rapid-Vespa gefahren. Puh, Boxtraining, ja. Boxer war ich keiner. Aber es war eine schöne Abwechslung. Und man merkt eigentlich, wie viele Sportarten man nicht kann. Und was für Anforderungen da auch gefordert sind. Und da habe ich auch, war ich auch schön schnell müde. Ja, der Spatenstich im Stadion. Habe ich ein bisschen mitgeholfen mit dem Steff. Der Alte sitzt natürlich am Bagger oben. Ich habe hackeln müssen. War eigentlich im Match eh nicht für anders. Er hat die feinen Sachen gemacht, ich habe hinten zusammengerammt. War ein wunderschönes Stadion, ist wirklich ein Schmuckstück geworden. Auch ein cooles Bild mit meinem Sohn, dem Leon. Eine Familie war mir immer sehr, sehr wichtig. Und er ist von der Anfangszeit schon kurz nach der Geburt war er schon im Hanapi-Stadion und dann natürlich am Allianz-Stadion. Ja, das war ein sehr emotionaler Moment. Mein erstes Spiel gegen Rapid.
Aber danach habe ich einen wunderschönen Abschied erhalten von den Ultras und vom ganzen Stadion und vom ganz Rapid und hat mich natürlich sehr berührt. Und da war, glaube ich, schon das erste Spiel mit Hartberg. Ich glaube, das war eh gegen Rapid. Das haben wir natürlich auch furios gestartet mit einem 2-0-Sieg. Und jetzt geht's weiter. Wunderschön, 400 Spiele absolviert, macht mich natürlich sehr, sehr stolz. Und trotz alledem will ich natürlich so viele Spiele wie möglich noch machen. Aber ich bin froh, in so einem elitären Kreis aufgenommen worden zu sein.